Das Wochenende naht und damit die Frage, wie wird der Wochenausklang sein? Kann man ihn vielleicht noch nutzen für all diejenigen, die Intraday heute unterwegs sein wollen, die sagen, den Freitagabend, den werde ich nochmal für die eine oder andere Position nutzen wollen. Oder aber für das übergeordnete Bild haben wir vielleicht irgendwelche großen Änderungen, die wir da ablesen können aus dem aktuellen Verlauf. Warum aus dem Verlauf? Kurzer Hinweis für all die Fundamentalisten unter euch, die sagen, wir gucken doch lieber auf die Zahlen, auf das Material, was uns da zur Verfügung gestellt wird. Machen wir quasi auch, aber über Bande, nämlich wir gucken, wie die Marktteilnehmer das Ganze auffassen, also ob sie etwas positiv bewerten und dementsprechend eben auf der Käuferseite zu finden sind. Oder ob sie es gar nicht so doll finden und sich entsprechend da noch zurückhalten. Der DAX Future, ihr seht das hier, ja immerhin seit dem 21. hier nachmittags in der Aufwärtsbewegung. Hier sieht man auch, dass das wohl eher die schwache Richtung ist. Man kann über den internen Verlauf hier sehr geteilter Meinung sein, denn da bin ich noch alles andere als glücklich. Im Gegenteil, eigentlich ist das für mich kein gutes Zeichen, wenn wir diese Überschneidungen da immer wieder drin haben. Also ich glaube, dass das Aufwärtsbewegungsmuster, was wir hier haben, eher so eine Art Hassliebe ist der Bullen. Ja, eigentlich müssten wir kaufen, aber richtig Bock haben wir nicht. Jetzt haben wir heute Nachmittag sogar etwas, was wir bei den Amerikanern noch mehr sehen, nämlich, dass wir im Moment die letzte Bewegung stark nach unten hatten. Und der Hinweis, wenn wir hier wackelig nur hochkommen in den nächsten Stunden, dass wir dann sogar noch mal einmal tiefer gehen. Das werden wir uns jetzt gleich angucken für den amerikanischen Markt. Insgesamt noch mal, um das ganz grob hier aufzufassen, ist aber für den DAX nichts wirklich kaputt gegangen. Selbst wenn er jetzt hier nochmal tiefer geht, na gut, dann haben wir halt hier die Korrektur etwas ausgedehnter. Viele von euch wissen, dass ich gerne in dem Zusammenhang mal Rücksetzer Fibonacci-mäßig auch auffasse und dann mir ungefähr vorstelle, die Lieblingszone, wo eine Korrektur reingeht, ist ja die, ich mache es für euch etwas größer, 13,50 in etwa, von mir aus auch 13,60, 70 von mir aus, noch, aber auf jeden Fall hier nochmal tiefer als das. Und wenn es 12.930 oder sogar 12.800 unterschreitet oder erreichen sollte, also in diese Box da nochmal reinfällt, na, das wollte ich nicht so, hier nochmal reinfällt, denkt immer dran, auch dann sieht das immer noch korrektiv aus, dieses Muster, wäre also noch gar nicht schlimm. Also zusammengefasst, Rücksetzer auch bis dahin sind noch nicht der Aus für das bullische Bild, nein, überhaupt nicht. Allerdings, je mehr wir in die Überschneidung kommen, das heißt auch diese Hochs hier rausholen aus, was war es, ca. 13.000, ganz ungefähr, desto mehr ist es im Überschneidungsmuster. Weshalb, wenn ich mir was wünschen dürfte, ich eigentlich sowas bevorzugen würde, dass wir da ungefähr hinkommen, also so eine ungefähr enge Range, 13.090 beim Future jetzt bis 0.130 in etwa, sodass wir überlappungsfrei in dieser Richtung bleiben, das wäre super und wir hätten immer noch das korrektive Bild. Noch muss es ja nicht so weit runtergehen, das ist noch keine zwingende Ankündigung, aber ich sag mal, dieser Verlauf hier, diese Aufwärtsbewegung in sich, die wirft schon Fragen auf, weil auch dieses Tief hier wieder niedriger ist als das, was wir hatten am Abend vom 21., das, was wir heute Nachmittag jetzt hatten. Also die gesamte Bewegung wieder überschneidend. Das heißt, glücklich bin ich für die Long-Seite aktuell nicht und ich habe es ja angedeutet, hier im 5-Minuten-Chart sieht es eher abwärts gerichtet aus. Und damit sind wir eigentlich d'accord mit dem, was die Amerikaner machen. Denn auch die Amerikaner sind jetzt in den letzten zwei Stunden hier eher abwärts gelaufen. Dann sind wir sehr wackelig auf dem Weg nach oben. Und das sind eigentlich Indizien, die dafür sprechen, dass es nochmal weiter nach unten geht. Also das, was vorne ist, gerne nochmal. Und da wird dann überlegt, ob es noch weiterläuft oder nicht. Aber vorläufig sind das keine typischen Long-Szenarien, sondern sind das Abwärtsszenarien. Wie weit hätten wir denn noch Platz? Gehen wir mal einmal eine Stufe raus. Naja, ein bisschen runter darf er ja auch noch hier gehen, das wäre ja nicht das Problem, wäre noch nicht kritisch. Wir sehen allerdings, dass die Box, die ich jetzt mehrmals in dieser Woche beschrieben habe, die nenne ich euch jetzt nicht extra nochmal, schaut euch sonst die alten Videos sehr gerne nochmal an, da habe ich die erklärt, da sind wir eigentlich so halbwegs dran. Das heißt, die Gefahr, dass aus so einem kleinen Fluchtversuch nach unten vielleicht doch nochmal mehr wird, nimmt immer mehr zu, weil wir diese Box inzwischen erreicht haben. Also, der DAX sieht übergeordnet nicht so schlecht aus. Hier muss ich sagen, ist die Gefahr durchaus gegeben, dass all das, was wir jetzt hier an Aufwärtsbewegung in den letzten Tagen hatten, seit dem Tief am 17. Juni bis in diese Zone, die ich ja jetzt genannt hatte, dass all das noch korrektiv aussieht, solange wir da nicht drüber schießen. Und im Moment
haben wir ja hier gerade festgestellt. Im Moment ist das, was wir hier sehen, noch nicht so richtig der Burner für die Long-Seite, sondern eigentlich eine ganz gute Voraussetzung für abwärts. Selbst der Bulle unter euch sollte dementsprechend folgende Überlegung im Auge behalten. Selbst wenn wir diesen Anstieg mal ordentlich korrigieren müssten oder würden, jetzt zeichnen wir es nochmal gerade richtig, dann nimmt man natürlich den tiefsten Punkt, nicht den zweitiefsten Punkt, den da. Rücksetzer, auch hier wieder 38,20 bis 61,8. Bisschen drüber, ein bisschen drunter ist okay. Idealerweise wackel ich da, ich kriege es heute nicht hin, also wackel ich da rein. Wäre auch noch in Ordnung. Also ihr seht, bis dahin ist noch nicht auszumachen, dass das bullische Bild komplett vorüber ist. Nein, also 31.400, völlig safe. 31.200, völlig safe. Unter 31 wird es dann immer doofer, aber unter 30.900. Da würde ich dann irgendwann sagen, meint ihr das wirklich ernst? Allerdings, je korrektiver er hier runterkommt im Großen, desto realistischer ist nach wie vor das Aufwärtsbild. Für heute Nachmittag nicht relevant, für den Rest reden wir sicherlich Anfang nächster Woche wieder drüber, also das ist nicht so tragisch aktuell, aber das gegenwärtige Bild eher abwärts gerichtet und das ist, wenn ich mir die starke Seite angucke, nach unten und die dreiwellige Seite nach oben, durchaus über die Indizes weit gestreut oder gefächert. Wir sehen, dass auch der S&P die Box ja erreicht hatte, die wir da drin hatten. Und das heißt, auch er hat alles gesehen, was er musste. Jetzt hängt es wirklich davon ab, ob wir diese mittleren Bereiche, die könnt ihr euch hier selber auch mal zeichnen mit Fibonacci, ich habe es jetzt ja mehrmals gemacht, dann habt ihr auch selber ein bisschen Übung und Spaß daran, aber diese mittleren Bereiche, wenn er da noch wackelig reinfällt, ist okay, aber wehe dem, er fängt da jetzt an, sehr steil nach unten zu laufen, dann ist das nicht gut. Ein bisschen eine gute Nachricht gibt es vielleicht vom Nasdaq, zumindest mal hat er jetzt nicht pünktlich gedreht an der Marke, das ist eher ein Zeichen, dass die Marktteilnehmer diesen Widerstand nicht so 100% ernst nehmen, also nicht sagen, ah, jetzt haben wir den erreicht, endlich können wir wieder drehen, sondern es ist erreicht worden. Hier die Zone, auch die haben wir ja mehrmals genannt jetzt hier. Wir sind ja in der Spitze sogar bis 700, 12.700 irgendwas hier gelaufen. Das heißt, die Marktteilnehmer haben jetzt nicht wirklich Druck für einen Dreh. Ja, sonst hätten sie vorher schon gesagt, endlich haben wir die Zone erreicht, jetzt drehen wir wieder um. Das ist vielleicht nochmal eine ganz gute positive Motivation, auch wenn wir hier auch Intraday, wenn ich sowas sehe, dreiwellige Bewegung hier, dann sind das sehr häufig Fortsetzungen, die eben in Trendrichtung nochmal gehen. Nehmt so den ersten Teil der Bewegung, nehmt den da dran, dann habt ihr so ungefähr Zielrichtung und da wird dann entschieden, ob es sogar noch weitergeht. Wackelige Aufwärtsbewegung für weitere Shorts nutzen, nur wenn der Kurs an der Stelle, also wenn er dann da unten ist, steil hochgeht, wackelig runter, dann gilt natürlich das umgekehrte Bild, quasi die gleiche Logik, wie wir hier haben, nur halt in die andere Richtung, entsprechend nach oben. Das wird dann aber erst hier entschieden. Vorläufig sehe ich das nicht. Wartet also auf diese Wackeligkeiten in die eine oder andere Richtung und setzt dann euren Trade in die entsprechende starke Bewegungsrichtung oder wie hier die starke Abwärtsseite in die starke Bewegungsrichtung entsprechend fort. So, mehr gibt es nichts zu sagen. Zusammengefasst, wir sind an den Bereichen, wo ein Dreh realistisch ist. Rücksetzer in die Hälfte dieser Strecke, bis dahin in etwa ganz grob 12.200, 100, 12.000. Ich mache es jetzt wirklich nur so ganz grob. Das ist alles noch völlig safe, ist noch nicht jetzt wirklich gefährlich. Idealerweise sollten wir aber möglichst wenig Überlappung haben. Also wenn wir die letzte größere Korrektur hier nicht mehr überschneiden, ist das sicherlich kein Nachteil. Also besser sollte er über 12.200 bleiben. Das wären sicherlich bessere Indizien, als wenn er dann nochmal drunter geht. In diesem Sinne drücke ich euch die Daumen, dass ihr vor dem Wochenende das ein oder andere in eurem Sinne nochmal umsetzen könnt. Gibt ja eigentlich ganz gute Ansätze, was ich gerade gezeigt habe, was man vielleicht heute nochmal gerne nutzen kann. Ansonsten euch ein wunderbares Wochenende und dann sehen wir uns in Bälde wieder. Bis dann, ciao, ciao.